Hier nun der vierte und letzte Teil der Gesprächsrunde mit zwei ehemaligen Generalmajoren. Der eine von der Bundeswehr, Gerd Schulze-Hohnhoff, der die Bücher 1939, Der Krieg, der viele Väter hatte, schrieb, sowie das Buch über das tschechisch-deutsche Drama 1918 bis 1939. Und der andere von der NVA, der Nationalen Volksarmee, Dr. Bernd Spipper, der an der Moskauer Generalstabsakademie 1980 bis 1982 studierte, fließend Russisch spricht und sich deshalb in den russischen Archiven bestens zurechtfindet. Er hat in diesem Jahr ein aus meiner Sicht grandioses Werk in zwei Bänden veröffentlicht, aus dem wir vor einer Woche bereits wichtige Inhalte ansprachen. Und heute werden wir dies fortsetzen. In diesem Teil werden wir den gesamten Brief Hitlers an Stalin veröffentlichen, der mit einem Geheimflug am 15. Mai 1941 nach Moskau ging. Wir werden auf den Flug von Rudolf Hess, dem Stellvertreter Hitlers, vom 10. auf den 11. Mai 1941 nach England eingehen, darauf, was danach alles geschah. Es ist spannend wie ein Krimi. Und am 22. Juli 1941 begann der Krieg zwischen dem Deutschen Reich und der Sowjetunion mit schrecklichem Leid auf beiden Seiten. Zwei Tage später erschien am 24. Juli 1941 in der namhaften US-Zeitung New York Times ein Zitat des späteren US-Präsidenten Harry S. Truman, der sagte: Wenn Deutschland gewinnt, sollten wir Russland helfen. Wenn jedoch Russland siegt, sollten wir Deutschland helfen. Lasst sie sich doch gegenseitig so weit wie möglich ausrotten. Dazu später noch mehr. Jetzt der vierte und letzte Teil mit den beiden Generalmajoren AD der Bundeswehr und der NVA. Und am Ende zeigen wir noch einen Ausschnitt aus einem Interview mit Herbert Döring, der von 1935 bis 1943 Hitlers Hausverwalter am Berghof am Obersalzberg war und vieles mitbekam. Er wurde gefragt, ob Hitler etwas über den Flug von Rudolf Hess, seinem Stellvertreter, nach Großbritannien am 10. Mai 1941 wusste. Wir kommen auf den Flug gleich zu sprechen. Und er antwortete darauf, und wir zeigen es gegen Ende im Original: Hitler sah den Zweifrontenkrieg kommen mit Russland. Aufgrund der ganzen Spionage war ja zu ersehen, dass die Russen uns angreifen. Tja, zu alledem gleich mehr, gestützt auf die wirklich großartigen Erkenntnisse, die der ehemalige Generalmajor der NVA Bernd Schwipper in seinen beiden neuen Werken zusammengetragen hat, genau über die Spionagetätigkeit des Deutschen Reichs gegenüber der Sowjetunion, unsere Erkenntnisse über den dortigen gewaltigen Aufmarsch. Jetzt alles gebündelt im Teil 4. Ich freue mich drauf. Es wird spannend. Ich möchte noch aufmerksam machen auf den Irreführungscoup von Goebbels. Ich weiß nicht, ob das bekannt ist. Goebbels schrieb am 13. Juni im Völkischen Beobachter, Berliner Ausgabe, Greta als Beispiel. Dort wurde im Prinzip geschildert, dass Greta als Beispiel, die Luftlandung der Wehrmacht auf Greta, für die Landung der Wehrmacht, also für Seelöwe in England, als Beispiel dienen könnte. Der Coup war so erfolgreich, dass ihn Jodl gratuliert hat zu diesem Ergebnis, denn in England stellte man sofort alles auf die Landung der Wehrmacht um. Es stünde die Landung der Wehrmacht als Seelöwe unmittelbar bevor. Das gelang natürlich auch zu Stalin. Selbstverständlich war das von Goebbels ein Meisterstück seiner List, denn die Wehrmacht war zu diesem Zeitpunkt noch nicht angriffsbereit. Es war ja Anfang Juni. Die Panzerkräfte waren im Anrollen, die Bombenfliegerkräfte hatten noch gar nicht verlegt. Aber die Aggressionsbereitschaft, die Bereitschaft der Roten Armee zum Beginn der Offensive wurde erkannt. Diese Gefährlichkeit wurde bekannt. Und deshalb hat man dort als Rettungsanker nochmal diesen Coup durch Goebbels starten lassen. Natürlich eingeordnet in die strategische Operation zur Desinformation des russischen und des englischen Gegners. Nicht die Darstellung von Goebbels im Völkischen Beobachter an sich erregte dieses Aufsehen, sondern die Tatsache, dass am gleichen Tag noch auf persönliche Weisung Hitlers diese Berliner Ausgabe zurückgezogen wurde. Und das hat die Leute stutzig gemacht. Nach dem Motto, es müsse an diesem Artikel doch etwas dran sein. Natürlich die ausländischen Diplomaten, die hatten den Völkischen Beobachter. Und für Stalin war das Signal. Also er fand Belege, Donnerwetter, die Wehrmacht landet wirklich in England, jetzt kannst du losschlagen. Und hier können wir den Bogen bilden
zu den Darlegungen von Erkki Hautamäki. Das Buch Finnland im Auge des Sturms, also die Dokumente, die Mannerheim erhalten hat, die Mannerheim nach dem Friedensschluss oder der Kriegsbeendigung Finnlands mit der Sowjetunion, wurden diese Dokumente sofort eingetrieben durch die sowjetische Aufklärung. Aber Mannerheim hat Kopien anfertigen lassen, die allerdings angesichts der politischen Verhältnisse in Finnland zu Lebzeiten nicht mehr veröffentlichen konnte. Er hat die einem Vertrauten übergeben, der Vertraute ist auch gestorben und dieser Vertraute hat diese Dokumente dem Erkki Hautamäki übergeben, der dieses Buch Finnland im Auge des Sturms, es ist nicht auf Deutsch erschienen, es ist finnisch geschrieben und wurde in schwedischer Sprache veröffentlicht. Dieses Buch, ich habe versucht, es zu erwerben, ist überhaupt nicht beschaffbar, selbst nicht über den europäischen Buchdienst. Man hat es eines Tages gefunden in der einer Universitätsbibliothek in München. Ich habe es mir beschafft, es konnte also übersetzt werden. Und in diesem Buch hält Erkki Hautamäki auf der Grundlage der Dokumente, die in diesem Buch enthalten sind, die Tatsache auf, wie der Kriegsbeginn in Europa geplant war.